Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Übung zum Thema Zweipunktperspektive. Das ist das Foto und die passende Skizze dazu. So haben wir es gemacht. Und kurze Erklärung für alle, die uns jetzt zum ersten Mal zuschauen. Wir haben zu unserem aktuellen Buch Architektur zeichnen lernen verschiedene Übungen. Und das ist die zweite Übung zum Thema Zweipunktperspektive. Das Buch beschreibt ganz viele Techniken rund um Architektur, Einpunkt, Zweipunkt, Dreipunktperspektive. Und setzt sich mit vielen Zeichentechniken, mit Zeichenwerkzeugen auseinander. Und die jetzt das Buch schon kennen, die haben sicherlich jetzt das alles auch schon mal gelernt. Und jetzt ist die Frage, wie wir dieses Foto umgesetzt haben. Wir haben das Foto, was wir uns gerade gezeigt haben, einfach mit einem Fineliner skizziert. Und das Ergebnis zeigen wir euch jetzt hier in Form dieses Videos. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in einer eigenen Technik ausprobiert. Dann freut es uns, wenn es funktioniert hat. Und vielleicht habt ihr hier und da nochmal eine Anregung, die ihr mal mitnehmen könnt. Also wichtig ist, dass wir einen Fluchtpunkt haben, der deutlich weit links ist und der zweite deutlich weit rechts vom Blatt. Sonst bekommen wir dieses Gebäude nicht einfach so harmonisch in der Neigung, als wenn wir die Punkte jetzt vor Augen sehen. So, hier würde ich sagen, machen wir die Begrenzung hinten. Das ist das, was für uns jetzt wichtig sind, die elementaren Punkte des Gebäudes, wenn man sieht, die Spitzen jeweils, wo wir die platzieren und die Horizontlinie und dementsprechend die Neigung. Das heißt, den Winkel kann man so ein bisschen abschätzen. Jetzt hier hochgehend fragt man sich natürlich, wie ist das im Verhältnis zu dem Punkt jetzt hier? Und auch an der Stelle. So, das heißt, wir haben alles zum zweiten Punkt. Man sieht schon eigentlich so die Form des Gebäudes. Der zweite Punkt ganz rechts, alles neigt sich dorthin. Und der erste ganz weit links. So, und dann greifen wir auch schon mal zum Fineliner und skizzieren die einzelnen Seiten. Hier. Dann die nächste Ecke. Und vielleicht das, was dann das Ganze ausmacht hier oben. Das Motiv kennt ihr bestimmt alle, die in Hamburg unterwegs sind. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zu dem Gebäude. Ich persönlich mag es sehr. Es ist mal was Außergewöhnliches, woran es uns alle erinnert. Das ist mehr als klar. Auch mitten am Hafen, mitten nicht, ja, aber ein bisschen außerhalb. So, und hier kann man auch so die Rampe mit andeuten. Die Holzpfosten im Wasser, die bekommen gleich natürlich noch eine Spiegelung. Hier das, was man ganz weit im Hintergrund sieht. Und
die Schräge, das ist jetzt wichtig, dass das auf den zweiten Fluchtpunkt ausgerichtet wird, weil nur dann macht das auch wirklich Sinn. Hier auch. Das ist diese Umrandung, die man auch sieht. Und hier unterteile ich mir die Fenster. Ja, stopp, genau, da ist es 4 Stück. Das kann man dann korrigieren. Auch mit einem Fineliner lassen Sie Sachen einfach korrigieren, wenn sie jetzt nicht sofort auf Anhieb richtig gezeichnet worden sind. Das ist aber das Spannende oft daran. So, und hier. Dann nochmal die Unterteilung unten. Der Bereich da mit den beiden Säulen, die werden ausgespart. So auf dieser Schrägen, die dann so runter läuft zum Ufer, da ist ja so, sind da so riesige Kieselsteine. Die haben wir so mit Pünktchen angedeutet. Hier nochmal die Ausarbeitung. Und dann kann man natürlich loslegen und diese Seite, die zum Wasser hin ist, deutlich schraffieren. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob das Holz oder Stahl ist. Einfach durchgehend den Bereich einmal anschraffieren. So, die Trennung, die dazwischen liegen, auch noch mal leicht mit angehen. So, hier kann man den Bereich auch noch ein bisschen besser andeuten. Der Übergang natürlich von diesem Rahmen zum Fenster ist dann deutlich dunkler. Den Spalt zwischen den Fenstern kann man auch noch andunkeln. So, und hier die Details. Da sieht man die Eingänge, die werden dann deutlich dunkler gemacht, damit man das auch nochmal unterscheiden kann. Und dann kann man die Fenster mit der Schrägen leicht anschraffieren.
Also man hat da schon so ein bisschen den Glanz ins Fenster bekommen. So, und das Ganze noch mit lockerem Strich lässt sich das Wasser ein bisschen andeuten, also so wie es jetzt hier aussieht, auch die Spiegelung im Wasser. Also da die ganzen Steine, die liegen, die werden auch ein bisschen leicht ausgeziert. Und immer wieder. Die Hintergründe, natürlich im Vordergrund, Hintergrund. Ganz wichtig, dass man damit ein bisschen spielt. Dadurch wird es dann auch ein bisschen spannender. So, mit einem dunklen Stift kann man noch die Kontur nachziehen. Das sind so die Schattenbereiche, die dadurch auch immer sehr, sehr gut zum Vorschein kommen. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass, oder man sieht es sogar im Wasser, dass der Schatten sich spiegelt, im Foto deutlich erkennbar. Das machen wir jetzt auch. Wenn ihr so etwas zeichnet, müsst ihr natürlich nicht alle Details aufgreifen, sonst wird es ja irgendwie eine fotorealistische Skizze, das will man ja nicht. Nur ganz, ganz leicht. So, hier der Schattenbereich mit einem lockeren Strich. So, und das wär's. Das ist das fertige Ergebnis. Und ja, natürlich gibt es auch andere Kurse bei uns aus Architektur, onlinekurse.akademiewo.de. Da findet ihr spannende Themen, Porträts, figürliches Zeichnen, Urban Sketch. Und für alle, die jetzt Lust auf das Buch bekommen haben, schaut unter akademiewo.de. Da findet ihr Links zum Buch, da könnt ihr es bestellen. Die es vielleicht bestellt haben, schon kennen und sagen, okay, jetzt würde ich gerne einen Kurs besuchen, sei es einfach als Fortbildung, Workshop oder vielleicht auch, weil ihr euch auf ein Studium bewirbt und bei uns eure Bewerbungsmappe anfertigen möchtet oder wir uns dabei unterstützen, dann unter mappenvorbereitungskurs.de. Wir sind in verschiedenen Städten für euch da. Schaut euch oben auf den Seiten, ruft uns an, schreibt uns, wir freuen uns. Ansonsten lieben Dank fürs Zuschauen, bis bald. Euer Akademie-Wohl-Team.